Hallo Tennisfreunde. Ja, schwierige Zeiten aktuell aufgrund der Situation um das Coronavirus. Viele, viele Menschen sind davon betroffen, auch die Tennisszene und ganz besonders viele Tenniscoaches, die ja immer motiviert sind, uns auf dem Platz zu verbessern und die oftmals auch verantwortungsvolle Aufgaben im Tennisverein übernehmen. Es gibt eine neue Initiative, die nennt sich Support Your Tennis Coach. Und es geht einfach darum, in diesen Zeiten auch mal einen Schritt auf den Coach zuzugehen, den Coach zu kontaktieren und mal nachzufragen, was kann ich für dich tun in dieser Zeit. Möglicherweise auch schon Trainerstunden im Vorfeld buchen für die Zeit nach der Krise. Vielleicht auch schon einen Teil dieser Stunden im Vorfeld bezahlen, um hier wirklich einen Beitrag zu leisten für die Tenniscoaches, die unter Umständen in schwierigen Situationen gerade sind. Mehr Informationen dazu gibt es über die Webpage supportyourtenniscoach.com. Teilt auch bitte eure Erfahrungen, Ideen und Gedanken zu dem Thema über den Hashtag supportyourtenniscoach. Ich finde, besonders in Zeiten wie diesen muss man zusammenstehen und sich gegenseitig unterstützen. Das gilt auch für die Tenniscoaches, die ja sonst immer sehr motiviert sind und alles dafür tun, dass wir auf dem Tennisplatz besser werden. Also schaut es euch an, bleibt vor allen Dingen gesund und macht's gut. Bis bald. Liebe Tennisspieler und Tennisspielerinnen, zurzeit erleben wir eine wirklich harte Zeit und auch Tennis ist davon betroffen. Wir alle können unseren geliebten Sport nicht ausüben, aber ich denke, die Menschen, die am meisten davon betroffen sind in der Tenniswelt, sind unsere Tenniscoaches. Deren Leben, ihr Einkommen hängt von den Trainerstunden ab, die sie im Moment nicht geben können. Sie inspirieren uns im Normalfall zum Tennisspielen, sie helfen uns besser zu werden und sie sind auch verantwortlich für ein attraktives Clubleben. Ich würde sagen, dass wir Tennisspieler und Tennisspielerinnen jetzt zusammenrücken müssen und unsere Trainer unterstützen sollten, damit wir auch, wenn die Pause wieder vorbei ist, wieder gemeinsam dieses schöne Tenniserlebnis haben. Besucht doch mal die Webseite supportyourtenniscoach.com und empfehlt auch euren Freunden den Hashtag supportyourtenniscoach. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam durch diese Zeit gehen und danach wieder viel Spaß haben werden. Ich verbleibe mit einem Come on!